zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich dachte mir, ich fange jetzt einfach so einen neuen Schul-Lockdown- oder Lockdown-Vlog an. Denn heute ist Schul-Lockdown, also Distance Learning, Woche 2, Tag 1 bei mir. Schon in dem letzten Video erwähnt, hat meine Schule komplett auf Distance Learning umgestellt. Und ich befinde mich im Distance Learning. Ich werde jetzt dann gleich nach Wels fahren zu meiner Cousine, also zu meinen Cousinen und zu meiner Oma. Und werde in Wels dann ein bisschen Distance Learning machen. Aber schau mal, wie es dann laufen wird. Und ich habe gerade auch ein bisschen Stress. Ich hoffe, ich erwische den Bus. So Leute, es ist gerade 9 Uhr und ich hatte vorhin noch ein Geschichte-Meeting und jetzt habe ich so einen Mathe-Video-Call und wisst ihr, wie nervig es ist, wenn ein Vogel die ganze Zeit zwitschert? Es ist einfach sowas von nervig. Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Hi Leute, es ist Distance Learning Woche 2, Tag 2 und ich habe gestern bei meinem Onkel und bei meiner Tante übernachtet und jetzt fahre ich mit der anderen Tante, fahre ich jetzt zu ihr heim und werde dann dort mit ihr weiter Distance Learning machen. Hallo. Ja, und sie ging gerade zur Bushaltestelle. Sie ist ja auch mehr oder weniger eine Schülerin, weil sie eine Pflegefachkraftassistenzausbildung macht. Und wir werden dann gemeinsam Aufträge erledigen und ja. So Leute, ich bin circa vor einer halben Stunde fertig geworden mit Meetings und werde jetzt noch schnell so einen Selbsttest machen, einfach zur Sicherheit, weil ich auch gestern und heute zu viel unterwegs war. Ich mache das allgemein auch so oft wie möglich auch so PCR-Tests, aber habe gerade keinen PCR-Test dabei, deshalb mache ich jetzt einfach so einen Selbsttest. Danach werde ich noch ein bisschen für die anstehende Englischschularbeit üben. Wir fahren jetzt in die Stadt mit dem Auto, weil wir uns was zum Essen holen werden. Zuerst holen wir uns mal einen Döner und dann fahren wir zu Royal Donuts. Morgen Leute, also heute ist Distance Learning Woche 2, Tag 3. Ich hatte vorhin einen ganz kurzen Videocall in Physik und jetzt habe ich dann Ethik und Latein danach. Und das war es dann eigentlich auch für heute mit Videomeetings. Danach habe ich 3 Aufträge zu erledigen. Und eigentlich steht heute nichts Besonderes an. Vielleicht fahre ich noch in die Stadt mit meiner Tante, aber das ist auch noch nicht ganz so sicher. Wir haben gerade 16.40 Uhr und ich dachte, ich gehe ein bisschen spazieren, nachdem ich 2 Stunden an einer Meinungsrede gesessen bin, die ich für den Deutschunterricht geschrieben habe. Ich habe nämlich über Covid und Gesellschaft geschrieben und ich habe mich auch ein bisschen dabei aufgeregt. Es ist echt ein sehr schwieriges Thema, muss ich schon sehr sagen. Es gibt auch sehr viele Meinungen und ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich am Ende mit meiner Kraft, was so Corona angeht. Aber Leute, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich krieg nicht mehr nach Hause. Na echt, ich bin ja eigentlich in der West, also bei meiner Tante. Und ich kenne mich hier in der Gegend überhaupt nicht aus. Also ja, ich habe überhaupt keinen Plan. So, ich habe jetzt wieder nach Hause gefunden. Also ich stehe gerade vor der Haustür. Ich werde jetzt noch 2,5 Stunden dann, also bis 20 Uhr, was für die Schule machen. Und ich glaube, mir auch jetzt mal einen Plan zusammenstellen, wie ich dann für den Meta-Tee lerne, weil ich glaube, ohne Plan lernen bringt sich nicht so viel. Und nach 20 Uhr einfach ein bisschen ausruhen und Film und Serien schauen. So Leute, es ist heute Distance Learning Woche 2, Tag 4. Und ich bin noch immer bei meiner Tante und wir machen jetzt beide gemeinsam Distance Learning, gell? Ja, ich bin noch nicht dabei. Ja, und ja, meine Englischstunde wurde sozusagen gecancelt und jetzt warte ich einfach auf den nächsten Video Call und danach werde ich einfach wieder Aufträge erledigen. Genau. Meine Tante macht ja so eine Ausbildung, also eine Pflegefachassistenzausbildung. Ich habe vorhin bei einem Videocall von ihr mitgehört und es ist eigentlich so ziemlich interessant. Also das Buch von vorher auch ein Buch von ihr. Ich habe hier sogar noch ein Buch so zur Krankheitslehre von Team. Ist einfach so dick und fett. Also es ist echt interessant, was man so sogar als Pfleger so lernen muss. Und ich habe es irgendwie sehr interessant gefunden. Ich denke aber auch eigentlich, dass es wichtig ist als Medizinstudent oder auch als Arzt, dass man so ein bisschen weiß, wie es so mit den Pflegern oder mit diplomierten Krankenpflegern so ausschaut. Man hat zwar als Arzt nicht allzu viel zu tun mit Pflegern, aber es ist ja trotzdem ein Teil des Gesundheitspersonals und ich finde es nicht so schlecht, wenn man auch weiß, wie das so bei denen ausschaut. Und ich glaube, dass meine Tante da wirklich mir dabei viel helfen wird, also helfen kann. Und ich bin eigentlich auch sehr glücklich drüber, dass ich dann auch so einen Blick in die Pflegerwelt dann haben darf, kann sozusagen. Und ich finde das eigentlich auch sehr ziemlich vorteilhaft und ich muss auch sagen, dass ich irgendwie sehr stolz bin auf sie, dass sie die Ausbildung macht. Und da habe ich auch zumindest so jemanden, mit dem ich über Pflege, Medizin und so reden kann. Es ist 5:45 und ich bin wieder zu Hause. Ich sitze gerade vor meinem Laptop und suche nach Sezierbesteck. Ich will nämlich sezieren zu Hause. Ich habe mir überlegt, entweder Schweinsherz oder Rindsherz oder so. Aber dafür brauche ich ein Sezierbesteck und ich schaue gerade so auf Amazon nach. Und da gibt es echt sehr viele verschiedene Sets sozusagen, auch unterschiedliche Preise. Und ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen noch informieren und mal schauen, wie gut welches Set ist. Und was ich mir auch auf jeden Fall holen will, ist so ein Übungsnahset, so zum Nähen, so, wisst ihr? Also, weil ich es einfach so üben will. Es geht jetzt nicht darum, dass ich einfach das Nähen übe oder so, sondern einfach nur mit der Prothese das übe. Also, dass ich einfach mal was Praktisches mit der Prothese mache. Ich muss einfach so viel wie möglich praktisch üben. Vor allem mit der Prothese jetzt. Und ich dachte mir, ich fange jetzt mal an, so zu Hause ein bisschen zu sezieren und auch ein bisschen zu nähen. Ich habe mich jetzt für den Nahtset von Suture Kit entschieden. Und das hier werde ich mir das Sezierbesteck holen. Und das Ganze kostet einfach 62,99 Euro. Heute ist Distance Learning Woche 2, Tag 5 und auch der letzte Tag vom Distance Learning, denn am Montag, also ab dem 6. habe ich wieder Präsenzunterricht und irgendwie freue ich mich schon drauf, muss ich sagen, aber ich denke auch, dass mir die 2 Wochen zu Hause gut getan haben, weil es auch ein bisschen Abwechslung war. Und wir haben schon 12 Uhr mittags, also ich habe jetzt auch nicht mehr lange Schule. Und nach dem einen Video-Meeting, das ich noch habe, werde ich dann ein bisschen für die anstehende Englischschularbeit lernen. Ich habe nämlich am 9. Dezember, also das ist der Donnerstag kommender Woche,
Englischschularbeit und danach werde ich noch die Aufträge erledigen, die noch zu erledigen. Und am Abend werde ich mir noch ein paar Vlogmas-Videos anschauen von Mila. Ich kann euch mal welche gerne in die Infobox verlinken. Also falls ihr Unterhaltung braucht, könnt ihr euch wirklich anschauen. So, es ist 18.10 Uhr und ich bin schon saumüde, weil ich einfach sehr wenig geschlafen habe vergangene Nacht. Meine Augen tun mir schon weh. Also ich habe auch so viel Kaffee getrunken, dass ich nichts mehr trinken kann. Aber ich muss noch mein Biologieprotokoll fertig schreiben. Das ist so ein Protokoll fürs Schwerpunktfach. Ich erkläre euch mal, wie so ein Biologieprotokoll ausschaut, weil mich manche auch schon gefragt haben, ob ich das für eine Mediathek oder so schreibe. Also das ist es nicht, das sage ich euch gleich. Auf jeden Fall bin ich eigentlich mehr oder weniger schon fertig mit dem Protokoll und werde jetzt deshalb ein bisschen Pause machen und mir Vlogmas anschauen. Also ich muss jetzt noch bei dem Protokoll ein paar Bilder einfügen und noch ein paar Fragen beantworten, aber die Theorie habe ich schon zusammengefasst. Ich habe einen Teil von der makroskopischen Anatomie zusammengefasst, also den Teil mit dem Blut, also Arterien und Venen. Und ja, also es war schon, also es war jetzt nicht allzu viel, aber es war trotzdem noch viel so. Also es gibt schon Themen, bei denen man einfach viel mehr zusammenfassen muss. Aber das mit Arterien, Venen und Hämoglobin und Myoglobin und so alles, das war schon genug, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall werde ich schauen, dass ich ein bisschen jetzt Pause mache und was esse. Und werde ich schauen, dass ich das Protokoll komplett fertig schreibe, auch mit Bildern etc. Es ist nämlich so, dass ich Protokoll in Form von einer VWA schreiben muss. Also halt Inhaltsverzeichnis, Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und so alles. Und das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Und danach werde ich noch schauen, dass ich ein bisschen zumindest für den Rest lerne. Schon komplett weg. Ich habe mich vor 3 Stunden circa ins Bett gelegt, weil ich schlafen wollte, so, weil es mir nicht so gut ging. Aber egal, was ich gemacht habe, ich habe es nicht geschafft, irgendwie einzuschlafen und ich schaue deshalb auch ein bisschen fertig aus. Ja, aber ich will jetzt nicht einfach so im Bett herumlegen und nichts tun. Deshalb dachte ich mir so, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter zu arbeiten an meinem Protokoll und an meinen Arbeitsaufträgen, vielleicht klasse. Ein paar Minuten mit meinem Protokoll fertig geworden und ich dachte mir, ich zeige euch noch ganz schnell, wie so ein Protokoll ausschaut. Wie ihr schon lesen könnt, ist es ein Protokoll zu dem Schwerpunktfach Biologie. Also es ist ein praktisches Fach eigentlich, in der wir sehr viel experimentieren und auch sezieren teilweise. Aber dafür müssen wir auch immer dazu Protokolle schreiben. Ich fasse den Inhalt, also die Theorie auch immer zuerst zusammen und beantworte immer dann Fragen und erledige erst danach die Arbeitsaufgaben. Und ich habe das jetzt dieses Mal in Form von einer VWA geschrieben, sozusagen, also mit Inhaltsverzeichnis und allem. Und ja, also dieses Mal war unser Thema die makroskopische Anatomie im Bereich so Blutbild oder Blut, Blutwerte, Arterien und Venen. Und ja, ich habe auch so einige Bilder eingefügt, damit man das Ganze auch sich ein bisschen bildlich vorstellen kann. Und hier habe ich zum Beispiel auch so die Arbeitsaufgaben erledigen müssen. Ich habe da ein paar Fragen beantworten müssen, was zum Beispiel die Blutwerte angeht, MCH, MCHC, MCV und RDW-Werte, wie das ausschaut, wenn zum Beispiel der MCV-Wert zum Beispiel zu niedrig ist, kann es eine hypochrome mikrozytäre Anämie sein. Das heißt dann zum Beispiel, dass es Blutarmut ist, mehr oder weniger, also mit Zerblasen und kleinen Erythrozyten, das sind weiße Blutkörperchen. Oder zum Beispiel, wenn die MCH- und MCV-Werte zu hoch sind, bezeichnet man das als hyperchrome makrozytäre Anämie. Und dabei sind dann die Erythrozyten durch das vermehrt enthaltene Hämoglobin zu stark gefärbt und vergrößert. Und der Grund dafür ist dann meistens so ein Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure. Oder zum Beispiel, wie es ausschaut, wenn man einen niedrigen Hämoglobinwert hat. Oder wie das ausschaut bei einer Leukozytose oder auch so Lymphozytose, niedrige oder hohe Lymphozytenwerte
und ja, ist auch ein wichtiges Thema. Ja, und hier dann auch noch so Literatur- und Quellenverzeichnis und auch ein Abbildungsverzeichnis. Ja, also es macht schon Spaß, so ein Protokoll zu schreiben, weil man auch sehr viel lernt dabei, aber es ist auch sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich die Protokolle eigentlich immer wöchentlich schreibe. Also ein Protokoll pro Woche. Und ja, und es nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ist trotzdem ein cooles Fach, finde ich. Ja, das war eben ein Biologieprotokoll von mir. Was ich noch dazu sagen möchte, das Coole an dem Fach ist einfach, dass wir in diesem Schwerpunktfach sehr viel Praktisches machen. Also wir experimentieren eigentlich sehr viel und machen eher weniger Theorie und sezieren auch hin und wieder mal. Vor 1,5 Jahren haben wir schon mal Flusskrebse seziert. Damals hat es noch Experimente geheißen. Vor ein paar Wochen haben wir auch ein Schweineauge seziert und als nächstes werden wir hoffentlich bald ein Schweinsherz sezieren. Und ja, ich glaube, ich beende jetzt auch mal das Video. Ich hoffe, dass es euch nicht allzu langweilig geworden ist, weil es eigentlich mehr oder weniger nur was Schulisches war. Aber ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.